Moin, Montag, der 7. November, Zeit für ein viertes Video in der Atem-Challenge. Und heute geht es um Anstoßpräzision. Das kann man nämlich auch prima üben, ohne dass man die Tuba dabei hat. Und dafür gibt es eine ganz einfache Übung. Wir müssen uns einfach überlegen, wie funktioniert der Anstoß. Hauptsächlich natürlich über den Atemimpuls. Und den Atemimpuls können wir üben, indem wir einfach pusten. Und indem wir beim Pusten darauf achten, dass die Stütze wirklich von ganz unten kommt, also wirklich aus der Beckenbodenmuskulatur und vom Zwerchfell. Und das machen wir jetzt und ich würde sagen, wir pusten einmal auf Viertelnoten. 1, 2, 3, 4. So, da ging es jetzt erstmal drum, den Stützimpuls überhaupt auf eine bestimmte Time zu bringen. Das kann man natürlich mit beliebigen anderen Rhythmen üben. Also man kann zum Beispiel Achtelnoten üben, man kann Punktierungen üben und so weiter. Werden wir auch alles noch im Laufe der Atem-Challenge machen. Zweite Übung ist, wir machen einen Anstoß. Und Anstoß macht man ja normalerweise auf der Silbe D, D wie Dora. Das heißt, wir haben vorne an der Zunge, gehen wir vorne eben hoch an den vorderen Gaumen hinter die Zähne. Und das versuchen wir so gut wie möglich mit dem Atemimpuls zu synchronisieren. Und das machen wir jetzt auch gemeinsam, also auf und machen auch einfach Viertelnoten. 3, 4. Und wenn man das macht und wirklich ganz genau drauf achtet, dann merkt man, dass es gar nicht so einfach ist, den Zungenstoß wirklich synchron mit der Atmung zu machen. Aber das ist eben essentiell, um einen sauberen Anstoß dann auch an der Tuba hinzukriegen. Und dann machen wir noch eine dritte Sache, und zwar beginnen wir die Töne auf P, also P. Und damit trainieren wir vor allen Dingen, dass wir eben Fokus an die Lippen kriegen und dass wir das aber auch einfach so synchron wie möglich mit dem Atemstoß hinbekommen. 2, 3, 4. Genau. Wenn man sowas macht, auch immer darauf achten, dass die Zunge hinten unten ist, dass wir so pusten, als würden wir Tuba spielen, weil dann bringt es natürlich am meisten auch für das Tuba-Spiel. Gut, das war's für das Video heute. Heute mal für die Präzision im Anstoß, für saubere Tonanfänge, die ja doch sehr, sehr wichtig sind für ein gutes Tuba-Spiel. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder mit einer weiteren spannenden Übung, die man einfach so zwischendurch machen kann. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ciao, ciao.